Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Blood Omen 2. Und ich entschuldige mich dafür, dass im letzten Part die Sounds ein bisschen laut waren vom rauschenden Wasser und so. Das lag daran, dass sich der Sound aus irgendwelchen Gründen wieder verstellt hat. Obwohl ich da ja nichts dran geändert habe. Ich habe einfach meinen Speicherstand geladen, wo ja die Soundeinstellungen eigentlich auch so gespeichert werden, wie ich sie eingestellt hatte. Und von daher, also ich verstehe nicht, was da falsch gelaufen ist. Hier bei Sound, das stand auf 9, wohlgemerkt. Ich habe es gerade eben erst wieder runtergeschraubt. Und ich weiß gar nicht, ob ich beides auf 6 hatte oder ob das wirklich so 5 und 6 war. Aber ich denke mal, so oder so wird es okay sein. Aber das war gerade echt komisch. Ich habe mich schon eben gewundert beim Kontrollieren des Parts, so von wegen, irgendwie war das laut. Und jetzt, also, naja, keine Ahnung, was das war, aber naja, machen wir weiter. Herr, ein Toter. Wir haben einen Toten gefunden. Es wird noch mehr Tote geben. Er ist hier. Ich fühle seine unerträgliche Arroganz. Verdoppelt die Wachen in der Energiekammer. Er darf den Nexusstein auf keinen Fall erreichen. Wer ist es, Herr? Ein alter Freund, der bald erkennen wird, dass er ein Nichts ist. Erstatte mir sofort Bericht, wenn du etwas Ungewöhnliches siehst oder hörst. Die Katzin kam mir gerade schon wieder so leise vor. Das ist alles komisch hier. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Naja, aber das ist doch unser Leuchtstiefelchen, den wir schon einmal in der Unterstadt getroffen hatten. Interessant. Ich finde das echt so geil, wie er so. Wie er so gesagt hat, ich fühle seine unerträgliche Arroganz. Wie kann man unerträgliche Arroganz fühlen? Kann ich die Wachen ablenken? Ach, der wendet mir schon den Rücken zu, okay. Kadabam! Das hat ja mal geklappt. So, und du da hinten, bemerkst du mich schon, oder? Bemerkst du mich? Ja, er kommt her, oder? Ja, er ist in Angriffshaltung. Ach, das ist so einer auch noch. Och, nö. Dann kann ich mir gleich zeigen, ey. Aber ich kämpfe mal hier hinten mit dir. Komm mal mit. Yeah, der Kampf der Stäbchenmacher. Ah. Naja, Stäbchenmacher wohl eher nicht, aber. Stäbchen gegen Stäbchen. Och, nö. Wieso kann ich nicht solche coolen Attacken machen? Och, nicht schon. Hallo, darf ich mal bitte ausweichen, du? Ich krieg jetzt zu viel, ey. Wichser. Echt, ey. So, zur Strafe klaue ich mir auch noch dein Stäbchen. So, Frage ist jetzt, unterhaltet ihr euch dahin oder unterhaltet ihr euch nicht? Nein? Nein? Ach, kommt schon. Wieso guckt ihr mich so doof an? Ihr habt doch nichts vom Kampf mitgekriegt, oder? Also ihr könnt euch ruhig unterhalten, da habe ich nichts gegen. Yeah, ich krieg bald wieder ein Level ab. Super. Na kommt. Warum guckt ihr mich so doof an? Aber wenn ich mich hier hindrehe, dann guckt sie mich auch nicht an. Du machst mir. Ah! Ja, komm. Stirb einfach. Ihr mit euren komischen Kniestrümpfen hier immer. Naja, was soll's. Also ich denke mal, unser Leuchtstiefelchen ist auf jeden Fall auch der Vampir, den Vorador erwähnt hatte, so von wegen. Ja, hier ist noch ein anderer Vampir, er scheint dich zu beobachten. Würde ich jetzt jedenfalls mal annehmen. Und so, wir sind also ein alter Freund von ihm und sollen erkennen, dass wir ein Nicht sind. Tja, da muss ich ihn enttäuschen. Also ich fürchte eher, dass ich ihm zeigen werde, dass er ein Nichts ist, aber naja.
Ja, schöne Wand, ne? Guck ich mir auch immer gerne an Wände. Hier ist zu. Ach komm. Ach, du bist ein Mann. Ich hab dich für eine Frau gehalten. Ach, du bist die Frau. Okay, hi. Ach ja. Jam, jam, jam. So, aber hier ist ja so eine wunderbare große Glasscheibe. Und hallo, wirst du wohl nicht abhauen? Ich brauch dich. Halt! Och, komm. Komm wieder. Ich brauche dich. Da bist du ja. Ja, einfach zu verschwinden, ey. Hör auf, deine Spaziergänge zu machen und gehorche mir. Ist das der richtige Schalter? Hört sich so an. Hm? Ja, ist der richtige Schalter gewesen. Dankeschön. Dann komme ich jetzt zu dir und statte dir einen schönen Besuch ab. Er stellt sich wieder davor so. Hä? War hier was am Fenster? Ja, du Witzbold. Ja, ich kann dir die Schmerzen leider nicht nehmen, Junge. Tut mir leid. Och nö, schon wieder so einer, ey. Die krieg ich doch wieder nicht, oder? Wow. Den habe ich ja fast geknutscht. Was, dich krieg ich? Der hat mich nicht bemerkt. Okay. Das ist ja jetzt gerade echt komisch gewesen, aber pff, bitte. Was soll's, ne? Nehm ich. So, ich gehe da mal. Nein, ich wollte nicht zu dir hin. Um Gottes Willen. Kein. Haha. Kadabam. Oh, der hat aber gerade unheimlich gestöhnt. Aber so schnell habe ich, glaube ich, noch nie jemanden gekriegt, oder? Aber ich habe mich auch nicht getraut, vorher immer so da direkt dann ranzugehen. Aber das ist ja cool. Das hat ja gerade echt gut geklappt. Da freue ich mich. Ich wollte schon gerade sagen, machst du gar keinen Schrei diesmal dabei? Aber das ist schön. Wieder mal ein Level up. Wir sind schon fast, ja, so mächtig wie Faustus, wollte ich jetzt schon fast sagen, aber naja, ganz so heftig ist es doch noch nicht, aber es wird auf jeden Fall noch heftiger, kann ich euch verraten. Hä? Okay. Ich dachte, ich öffne jetzt hier das Ding bei mir, aber na gut. Na, wo wolltest du denn gerade hin, Süße? Ach, du hast ja ein süßes Gesicht. Ah, ich habe hier aufgemacht, damit sie hier lang kann. Verstehe. Alles klar. Ach komm. Du gehst hier immer hin und her, okay. Mit beiden Schaltern drückst du diesen kleinen Schalter runter, wie süß. So, mal eben ein bisschen schreien, damit die Wache ablenkt ist. Ist mir denn keiner, bitte? Na, ob das was gebracht hat, weiß ich jetzt nicht, aber naja, gucken wir mal. Ja, er bemerkt mich nicht sofort, das ist doch schon mal gut. Danke, Süß, du hast deinen Job gut gemacht. Haha, das klappt doch hier. Nein, nein, ich... Hallo, ich wollte nicht vorwärts, ich wollte zur Seite. Kein, was machst du denn? Meine Güte. Na, stirb endlich. Dankeschön. Ich wollte doch schließlich nur, dass du stirbst. Tu mir doch den Gefallen. So, hätte ich dich. Und du kommst auch noch dran. Ach ja, schön. So, wo bist du hingerannt? Bist du jetzt wieder hier? Mhm. Oder war hier noch jemand? Nee. Das tut mir leid. So. Ein bisschen ausbluten lassen hier. Danke für deine Anteilnahme. Ich danke dir. Ja, wunderschön. Diese Macht in sich zu fühlen. Welch ein Gefühl. Uhu. So.
Hi! Freut mich, dich kennenzulernen. Und wie geht's sonst so? Oh, anscheinend nicht so gut. Das tut mir leid für dich. So. Ist hier irgendwas? Anscheinend nicht. Aber das hier mit den Kisten erinnert mich so ein bisschen gerade an Le Serpent Rouge. Ne, bei dem Weg mit der Garage. Ja, da waren die Kisten ja so ähnlich. Und da oben war dann die Luke. Beziehungsweise die Falltür. Ach ja, das waren noch Zeiten. Mein erstes Let's Play damals. Hallo? Zwei Wachen, so. Hehe. An denen schleiche ich mich jetzt einfach vorbei. Die kann ich nämlich ganz geschickt töten. Genau. Hier ist keiner. Genau, das ist super. Das ist so super. So, jetzt gehe ich hier rein. Und banne einfach jemanden. Ich hoffe, das klappt dann so, wie ich mir das vorstelle. Aber ich denke schon. Obwohl, nee, warte mal. Da hinten. Na komm, banne mal diese Person dort. Vielleicht geht das hier auch von der anderen Seite aus, dass ich hier... Sah es gerade ein bisschen gruselig aus. Genau, wenn ich diesen Schalter hier drücke, geht doch auch alles kaputt, oder? Jawoll! Und die Wachen konnten nichts sagen. Ne, was? Nichts was. Eine schlimme Tragödie, nicht wahr? Sie waren noch so jung. Gerade mal 52. Oder so. Wo bist du? Wie hast du mich gesehen? Wie konntest du mich sehen? Wirklich, es ist so unlogisch. Manno. Also das nervt mich, diese extreme Übersinnlichkeit. Yay. Ich tanze. Lalalala. Das ist auf jeden Fall ein anderes Stück, als vorher mal lief bei dem anderen Plattenspieler. Dem alten anderen Grammophon. Okay, wieder ein sehr interessantes Gemälde. Und hier das gleiche. Die hängen sich überall nur die gleichen Bilder auf, ey. Ich wollte schon gerade sagen, man hört die Musik hier immer noch so deutlich. Das kann ja irgendwie nicht sein. Ich erinnere mich da gerade an so eine witzige Szene von einer Fünf-Freunde-Folge. Also die von der... von der Serie zu angucken, meine ich jetzt, und nicht die zum Hören. Da gab es nur so eine geniale Folge, wo dann so ganz komische auch Marschmusik wirklich im Radio dann lief. Und dann war da halt so eine Störung und der eine hat dann so gesagt, verdammt, da lief gerade so tolle Musik. Da dachte ich nur so, ja, genau, ist klar, Junge. Naja, es gab damals ja auch nichts, da muss man ja bedenken. Und es war schon ziemlich genial. Hallo? Halt. Haha, noch gekriegt. So muss das. Das läuft doch wie geschmiert. Bitte hab keine Rüstung, bitte hab keine Rüstung, bitte hab keine Rüstung. Jawohl, dann krieg ich dich auch. Schon mal zwei Feinde weniger. Like a boss. Ah, hier war doch irgendwo einer mit leuchtender Rüstung, das weiß ich doch noch. Oder? Hallo? Ja, wo denn? Ich sehe nichts, ich höre nur was. Da bist du ja! Hey! Du hast ja gar keine leuchtende Rüstung. Nein! Komm her! Ja!
Sound ist hier gerade irgendwie versetzt, kann das sein? Oh, cool, du bist schon tot. Weil das Spiel halt gerade kurz ein bisschen gehakt hatte. Naja, kann vorkommen, ne? Ist jetzt nicht so dramatisch. Saugi, 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 saugi. So ist schön. So, jetzt noch den anderen. Und dann können wir uns mal hier diesem kleinen Rätsel widmen, was uns hier, na, erwartet. Und dann sind wir wirklich schon so gut wie fertig mit dem Level. Wenn ich mich recht entsinne. Aber wir müssen doch eigentlich hier mit den kleinen Eisenbahnen. Das war definitiv der Endbereich. Hier kommt nicht mehr viel. Die müssen wir halt zum Fahren bringen, dass die immer hier durch diese Tore fahren. Da sind auch noch ein paar Leute drin auf jeden Fall, die wir dann aussaugen können. Und ja. Ach, guck mal, hier ist doch noch einer mit leuchtender Rüstung. Nein, nein. Nicht schon wieder. Ah, ach komm. Du nervst. Steh auf. So. Dass du lange verschnaufen musstest, war dein Verhängnis, mein Freund. Oh, schon tot. Cool. Gib mir dein Blut. Sie verletzt. Du musst mich auch wieder heilen. Dankeschön. Bin wieder voll geheilt. Hast du gut gemacht. So. Dann mal gucken. Hier müsste jetzt irgendwo der Schalter sein, auf jeden Fall, den wir dann... Wow! Ja, selber. Nein! Kein! Ich drück zur Seite und was macht er? Ach nee, ich geh mal geradeaus. Oh, weißt du was? Stirb einfach. Ich wollte es eigentlich aufschonen, aber... Du zwingst mich ja dazu, was anderes zu machen. Arsch noch, ey. So, dein Säbelchen nehme ich auch noch mit. Wenigstens ist hier eine Kiste als kleiner Trost für den ganzen Stress hier. So. Die Züge fahren noch gar nicht? Okay. Ich dachte, damit bringe ich jetzt hier alles in Gang. Ja, wie, du gehst hinter mir zu? Ja, ich dachte... Naja. Was soll's? Was hast du denn für ein Problem? Warum stehst du in der Ecke und schämst dich? Muss ich das verstehen? Hallo. Achso, hier ist wirklich schon alles offen. Ja, super. Gut, ich danke dir, meine Süße. Übrigens, wir können durch diese Dinger nicht verletzt werden. Ich habe es mal ausprobiert und hat zum Glück auch nicht geklappt, aber ich wollte es mal wissen. Was machst du denn da? Schattenboxen? Ja. Komm, stirb einfach. Schon wieder hat mich jemand durch die Wand gesehen. Das ist unfassbar. Die Menschen hier haben alle übersinnliche Kräfte, dass sie mich schon so von weitem sehen können. Naja. Aber übersinnliche Kräfte hin oder her. Ich mache hier erstmal wieder einen Cut. Und bedanke mich, dass ihr dabei wart und zugesehen habt. Hinterlasst mir eine positive Bewertung bitte und einen netten Kommentar oder vielleicht auch ein Abo, falls ihr mich noch nicht abonniert haben solltet oder empfehlt mich weiter oder alles zusammen. Ich freue mich auf jeden Fall über alles und ja, bis zum nächsten Part, Leute. Ciao, ciao.